Hallo und herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal. Heute möchte ich mit euch über ein paar No-Gos reden. Dinge, die ihr in Japan einfach nicht machen solltet. Ich habe eine Top 10 für euch zusammengestellt und hoffe, die wird euch helfen, wenn ihr mal das nächste Mal nach Japan kommt, wenn ihr zum ersten Mal nach Japan reisen wollt oder eben sogar für die Leute, die schon in Japan sind, die sich einige dieser Sachen wieder in Erinnerung rufen sollten. Also wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Video. Nummer 1. Dinge, die ihr in Japan nicht tun solltet. Euch die Nase putzen. Ich weiß, in Deutschland wird uns immer erzählt, zieh die Nase nicht hoch, nimm dir ein Taschentuch und putz dir die Nase. In Japan ist es genau umgekehrt. Da ist es okay, wenn du in öffentlichen Orten bist und dir die Nase hochziehst, weil sie läuft, weil du Heuschnupfen hast oder einen Schnupfen, dann sagen sie, das ist okay, aber bitte hol nicht dein Taschentuch raus und fang dann hier an, laut rumzutröten, weil das ist in Japan total verpönt. So, was sind also deine Optionen, wenn deine Nase läuft in Japan? Erstmal hochziehen, dann Option Nummer 2, so mit dem Taschentuch abtätscheln und dann bei der nächsten Gelegenheit irgendwo in einer Toilette diskret, so diskret wie möglich, die Nase putzen. Also, Trompeten in Japan geht gar nicht. Bitte aufpassen. Nummer 2. Dinge, die du in Japan wirklich lassen solltest. Und Nummer 2 ist wirklich wichtig, sich daran zu halten, weil da kann es ganz schön Ärger geben. Da geht es nämlich darum, um das Rauchen. So, Rauchen auf der Straße in Japan ist verboten. Und da fragen sich jetzt einige, die vielleicht noch nie nach Japan gereist sind, wie? Auf der Straße ist es verboten? Wo sollen sie denn dann rauchen? Weil in Deutschland, wie ihr alle wisst, da ist das Rauchen in den Restaurants verboten und deswegen werden die Leute alle rausgeschickt. Das Rauchen ist ja auch in den Offices verboten und da stehen dann die Leute auch in der Raucherpause irgendwie vor der Tür. In Japan darfst du das nicht. In Japan gibt es extra Raucherbereiche, die sind abgesteckt, sowohl draußen als auch Raucherbereiche in den Bahnhöfen und Raucherbereiche in großen Gebäuden. Da dürfen die Leute dann rauchen, aber sonst nicht. Was in Japan auch anders ist als in Deutschland, es gibt noch einige Restaurants und Cafés, wo das Rauchen erlaubt ist. Dafür müssen sie nicht mal unbedingt einen extra Raucherbereich haben, wobei es natürlich das auch gibt, dass es zweigeteilt ist, einen Nichtraucherbereich und einen Raucherbereich. Aber es gibt auch wirklich noch kleine Cafés und sogar manche Restaurants, die zu bestimmten Tageszeiten das Rauchen erlauben und auch die, die den ganzen Tag über Rauchen erlauben. Und ich meine, ich persönlich bin da jetzt kein Fan davon und ich halte das wirklich nicht aus, in einem Restaurant, das total verraucht ist, zu essen. Aber das ist natürlich schön für diejenigen Leute, die gerne rauchen und während dem Essen auch rauchen. Aber wie gesagt, das soll jedem selbst überlassen bleiben. Ansonsten finde ich die Regelung in Japan eigentlich sehr gut, weil dadurch vermeidet man natürlich auch die ganzen weggeschmissenen Zigarettenkippen, die überall in Deutschland rumliegen. Und die Leute, die rauchen, die stehen in ihrem verqualmten Bereich und alles andere ist eigentlich sehr rauchfrei, was wirklich schön ist. Nummer 3. Ein totales No-Go in Japan, wie viele von euch wahrscheinlich wissen, ist das Schuhe anlassen, wenn man ein Haus betritt. Es gibt einen ganz genau abgegrenzten Eingangsbereich, wenn man in ein japanisches Haus reingeht. Bis dahin ist der Eingang, bis dahin sind die Straßenschuhe und von dort an dann eben keine Straßenschuhe. Schuhe ausziehen oder Slipper anziehen. Also es ist wirklich ganz klar geteilt, oft mit so einer Erhöhung und in Wohnungen, wo es dann halt keine Erhöhung gibt, dann oft mit irgendeiner Holzplanke und unterschiedlich gefliestem Boden zum Beispiel. Also es ist ganz klar, hier die Straßenschuhe ausziehen, von da an dann bitte in Socken oder mit Slippern. Jetzt ist es aber natürlich gar nicht so einfach, auch wenn du es geschafft hast, deine Schuhe richtig auszuziehen und die Slipper angezogen hast, dann läufst du jetzt im Haus von deinem Gastgeber rum. Da gibt es jetzt aber nochmal zwei Ausnahmen, die ihr wirklich, wirklich wissen solltet, damit ihr keinen Fauxpas bereitet. Nummer 1. Slipper ausziehen, bevor ihr einen Tatami-Mattenraum betretet. Also auf Tatami-Matten
keine Slipper. Die bitte nur in Socken betreten. Und Ausnahme Nummer 2, in manchen Häusern gibt es Toilettenslipper. Also vor der Toilette die Slipper bitte, die ihr für das ganze Haus benutzt, ausziehen, die Toilettenslipper anziehen, euer Geschäft verrichten und wenn ihr die Toilette verlässt, nicht vergessen, die Slipper wieder umzuziehen. Weil mit Toilettenslippern im Haus rumlaufen, das ist natürlich wieder ein ganz anderes No-Go. Und das kann dann schon mal ganz schön peinlich werden. Übrigens gilt das mit dem Schuhe ausziehen nicht nur in privaten Häusern. Also für diejenigen, die sich jetzt gefragt haben, ja, aber ich will ja nur im Urlaub nach Japan und ich bin ja zu niemandem eingeladen. Ihr müsst diese Regel trotzdem wissen, weil es gibt einige Hotels, traditionelle Hotels in Japan, wo man die Schuhe am Eingang ausziehen muss und dann Slipper bekommt. Und dann im Fall Nummer 2, es gibt auch einige Restaurants, wo ihr die Schuhe in bestimmten Bereichen ausziehen müsst und dann entweder Slipper anziehen müsst oder in den allermeisten Fällen seid ihr dann wirklich nur noch in euren Socken unterwegs. Übrigens ein kleiner Tipp von mir, Socken ist immer besser als barfuß. Also ich weiß, dass es viele Deutsche gibt, die ihre Sommerschuhe zum Beispiel barfuß anziehen. Da ist es dann eine gute Idee, nochmal Socken mitzunehmen in seine Handtasche, damit, wenn man sich die Schuhe auszieht, noch schnell Socken drüber ziehen kann und nicht unbedingt barfuß überall rumläuft, weil das in Japan nicht so gerne gesehen wird. No-Go Nummer 4. Das solltet ihr in Japan nicht tun. Essen und laufen. Wie essen und laufen? Ja, ich weiß, das klingt ein bisschen komisch, insbesondere weil Street Food, also so Straßenimbiss in Japan unglaublich beliebt ist. Aber selbst in diesen Gegenden, wo ihr irgendwie Eis an der Straße kaufen könnt und irgendwelche leckeren Snacks, die verkauft werden, zum direkt so essen, on the go, solltet ihr trotzdem nicht damit unbedingt rumlaufen. Die Regel in Japan heißt normalerweise, da verzehren, wo man es gekauft hat. Also, wenn ihr irgendwo an einem Straßenimbiss eine leckere Karaage kauft, also frittierte Hühnchen, dann stellt euch bitte direkt vor das Geschäft, wo ihr das gekauft habt und esst es dort auf. Und wenn ihr dann fertig seid, schmeißt bitte euren Müll dort weg, wo ihr ihn auch gekauft habt. Denn Müll wegschmeißen ist noch eine andere Sache, darüber erzähle ich euch in ein paar Minuten noch was. Jetzt gibt es natürlich auch Leute, die rumlaufen beim Essen. Wie schlimm ist es wirklich? Das ist natürlich die Frage und ich muss ganz ehrlich zugeben, die wenigsten Japaner laufen rum beim Essen. Aber wenn ihr wirklich in solchen Street Miles seid, wo sehr viel so Fast Food, Street Food und Imbiss Food verkauft wird, da könnt ihr auch ein bisschen rumlaufen. Allerdings gibt es zum Beispiel diesen bekannten Markt in Kyoto, der heißt Nishiki Market, wo es mittlerweile komplett verboten ist, während dem Essen zu laufen. Und da werdet ihr von den Inhabern der Geschäfte darauf hingewiesen, dass ihr doch bitte vor den Geschäften essen sollt, dort fertig essen, dort wegschmeißen und dann erst weiterlaufen möchtet. Damit ihr nicht im Weg der anderen Besucher seid und damit diese Straßen sauber bleiben. Essen ist übrigens nicht nur auf der Straße verboten, sondern auch in den Zügen. Also bitte nicht einfach hier im JR Yamanote Line in den überfüllten Zügen von Tokio hinsetzen und dann da euer Onigiri auspacken oder euer Sandwich. Das dürft ihr nicht. Es gibt eine Ausnahme, wo ihr im Zug essen dürft. Und das sind die Langstreckenzüge, die Shinkansen, die unglaublich bekannten High-Speed-Züge, die zum Beispiel Tokio und Osaka und Kyoto verbinden und mehrere Stunden dauern. Da dürft ihr essen und trinken und da ist es sogar normal, dass die Leute sich ihre Bentos, also so ihre Lunchboxen, an den Bahnhöfen kaufen, dazu dann noch eine Dose Bier dazu und die werden dann lecker in den Zügen verzehrt. Das ist quasi eines der Sachen, auf die sich die Japaner freuen, wenn sie eine Reise unternehmen. Im Zug essen. Und da dürft ihr das dann natürlich auch machen. Ansonsten bitte nicht essen oder trinken in den Zügen.
Nummer 5 wäre dann noch ein Fauxpas, den ihr bitte vermeiden solltet im Zug, und das ist das Lautreden. Reden dürft ihr natürlich im Zug schon, aber bitte eher gemäßigter. Und was auch gar nicht geht, ist telefonieren. Auf der einen Seite werden die Leute dich wirklich ärgerlich anschauen, wenn dein Handy klingelt. Und auf der anderen Seite könntest du noch unfreundlicher angeschaut werden, wenn du dann beschließt, das Telefonat anzunehmen und dann lauthals eine Telefonunterhaltung zu führen für mehrere Minuten. Also, wenn das Telefon klingelt, am besten gleich ganz schnell wegschalten oder drangehen, aber so leise wie möglich und so schnell wie möglich das Telefonat beenden. Am besten einfach gar nicht telefonieren in den Zügen. Und das gilt übrigens auch für Shinkansen oder Langstreckenzüge. Leider gibt es keine Ruhe- und Nichtruhebereiche, wie das in deutschen ICEs der Fall ist. Ich wünsche mir das manchmal, weil das wäre eigentlich schon gar nicht so schlecht, wenn du die Möglichkeit hast, ein Meeting zum Beispiel im Zug zu machen. Aber das geht in Japan leider nicht. Nummer 7, eine Sache, die du in Japan nicht machen solltest, ist dich vordrängeln. Die Japaner lieben es, in der Schlange anzustehen. Wirklich, das ist keine Übertreibung, die lieben es. Die stehen in der Schlange an, natürlich, um in einen Zug reinzukommen, und die lassen die Leute auch erst aussteigen. Aber zum Beispiel gibt es unglaublich lange Schlangen vor beliebten japanischen Restaurants. Und die Logik der Japaner ist, oh, da ist eine Schlange, da muss es gut sein, also werde ich mich da jetzt auch anstellen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich bin mehr der Meinung, dass ich das sehe, oh, da ist eine Schlange, da ist viel los, vielleicht gehe ich da ein anderes Mal hin, wenn da nicht so viel los ist. Aber für die Japaner ist es ein Zeichen, oh, da wird angestellt, ich stelle mich auch mal an. Es gibt sogar so ein paar Fälle, wo Japaner sich angestellt haben, wo sie gar nicht wissen, warum angestellt wird. Und das finden die dann halt später mal raus. Weil, oh, da wird angestellt, das muss gut sein, das muss interessant sein, oh, dann stelle ich mich auch mal an. Und ich übertreibe es wirklich nicht, wenn ich sage, es kann wirklich Stunden dauern manchmal, wenn so ein neues Geschäft geöffnet wird, dass die Leute an die Reihe kommen. Es gibt so ein paar Beispiele, auch hier in Nagoya, wo ich wohne, da wird ein Geschäft geöffnet und besonders so die jungen Studentinnen, die wollen das auf ihr Instagram packen und deswegen stellen die sich dann wirklich einen halben Tag, 4-5 Stunden vor einem Geschäft an, bis sie an die Reihe kommen, damit sie das neueste tolle Getränk oder süße Snack oder sonst was kaufen können und auf ihr Instagram oder TikTok hochladen können. Das ist halt auch was, das gibt's nur in Japan. Das muss man mal gesehen haben, aber so als Ausländer oder Deutsche muss ich sagen, es ist schon etwas komisch. Nummer 7 der Dinge, die ihr wirklich nicht machen solltet, freut wahrscheinlich einige von euch, nämlich Trinkgeld geben wird in Japan gar nicht gern gesehen. Und mit kein Trinkgeld geben meine ich wirklich kein Trinkgeld geben. Ihr gebt kein Trinkgeld in Restaurants und Cafés, ihr gebt kein Trinkgeld beim Friseur, im Nagelstudio, ihr gebt eurem Taxifahrer kein Trinkgeld und euren Tourguides kein Trinkgeld. Einfach wirklich in Japan Trinkgeld geben ist verpönt. Es wird sogar teilweise gesagt, dass wenn ihr jemandem Trinkgeld versucht zu geben, sie werden es wirklich ablehnen und sie werden es versuchen, euch zurückzugeben und sie werden sich unwohl fühlen. Also bitte gebt Leuten in Japan kein Trinkgeld. Ich muss zugeben, ich gebe nicht gerne Trinkgeld in Deutschland. Ich weiß nie, wie viel Trinkgeld ich geben soll. Ich habe immer Angst, dass ich vielleicht zu wenig Trinkgeld gebe und damit die Leute dann beleidige. Andererseits will ich auch nicht zu viel geben. Und deswegen habe ich es lieber, in einem Land wie Japan zu leben, wo einfach Trinkgeld absolut kein Thema ist. Jetzt kommen wir zu Nummer 8 und jetzt möchte ich nochmal darauf zurückkommen, was ich vorhin gesagt habe, über den Müll. Müll bitte nicht wegschmeißen. Wie Müll nicht wegschmeißen? Ja, wirklich. Müll solltet ihr nicht wegschmeißen. Und wenn ihr mal in Japan durch die Stadt gelaufen seid, wird es euch unter Umständen noch auffallen, dass es wirklich, wirklich sehr wenige Mülleimer gibt. Also das ist jetzt nicht so wie in Deutschland in den Einkaufsstraßen, wo ihr quasi alle 10, 20 Meter einen Mülleimer stehen habt und trotzdem der Müll auf der Straße rumliegt. Nein, hier in Japan ist es super sauber, obwohl es nirgendwo Mülleimer gibt.
Ihr habt zwei Möglichkeiten, was ihr mit eurem Müll macht. Nummer 1, mit euch rumtragen, bis ihr wieder zu Hause ankommt oder im Hotel ankommt und dort wegschmeißen. Das ist es, was die Japaner machen. Viele Japaner haben kleine Plastiktüten dabei, wo sie ihren Müll da rein tun können. Oder wirklich, sie packen es in ihre Handtasche oder tragen es den halben Tag so in der Hand rum. Die Möglichkeit Nummer 2, die ihr habt, ist, einen Convenience Store zu suchen. Und in den großen Städten gibt es einen Convenience Store quasi an jeder Ecke. Und die meisten Convenience Stores haben Mülleimer. Manche haben sie draußen stehen, viel mehr haben drinnen Mülleimer stehen. Und da wird der Müll auch getrennt. Also bitte den Müll trennen, aber dort könnt ihr euren Müll loswerden. Also Convenience Store aufsuchen und dort Müll wegschmeißen ist okay, aber bitte euren Müll nicht auf die Straße schmeißen und wie gesagt, Mülleimer werdet ihr nur in den wenigsten Fällen finden. Übrigens ein kleiner Tipp, wenn ihr in so einer Foodmeile seid, wo ihr wirklich von einem Imbissstand zum nächsten lauft, da könnt ihr unter Umständen euren Müll, wenn ihr ihn nicht direkt weggeschmissen habt, wo ihr ihn gekauft habt, am nächsten Shop, wo ihr etwas kauft, den Müll vom vorherigen Shop wegschmeißen lassen. Das ist okay. Tipp Nummer 9. Dinge, die ihr wirklich in Japan unterlassen solltet. Im Onsen bitte keine großen Handtücher und keine Bikinis anziehen. Was ist ein Onsen? Das sind die japanischen heißen Quellen. Also quasi Thermalbäder. In den japanischen Thermalbädern geht man traditionell komplett nackt baden. Jetzt ist es allerdings so, dass man sich da gar nicht so schämen muss, weil die meisten, also fast 90-95% der Thermalbäder hier in Japan, sind geschlechtergetrennt. Das heißt, Frauen gehen nur unter Frauen baden und Männer gehen nur unter Männern baden. Und deswegen wird es dann erwartet, dass man dort nackt badet. Du kannst dich ein bisschen verhüllen mit so einem kleinen Handtuch, das ist ungefähr so groß, das ist genau groß genug, um das hier so vor sich zu halten, damit man die Intimzonen so ein bisschen verstecken kann, während man draußen rumläuft. Aber dieses Handtuch soll bitte nicht ins Wasser eingetaucht werden. Wenn ihr es also nicht benutzt, dann könnt ihr es entweder auf euren Kopf drauflegen oder irgendwo am Rand des Beckens auf irgendwelche Steine legen, das ist auch okay. Aber ja, Badeanzüge sind komplett verboten und große Handtücher auch. Warum erzähle ich euch das? Natürlich, weil ich das selber bei meinem allerersten Onsen-Besuch falsch gemacht habe. Ich habe mich natürlich richtig ausgezogen, weil ich wusste, keine Bikinis. Aber am Eingang habe ich so ein großes, flauschiges Handtuch gekriegt und ich dachte, oh, dann kann ich mich jetzt in das große, flauschige Handtuch einwickeln und damit zu den Becken gehen. Und das geht halt in Japan einfach nicht. Es ist nämlich keine deutsche Sauna. Jetzt zum allerletzten Punkt, Punkt Nummer 10, das No-Go in Japan, Hände schütteln. In Japan, wie viele von euch wahrscheinlich wissen, ist es normalerweise so, dass man sich bei einer Begrüßung verbeugt. Da gibt es natürlich unterschiedliche Grade von Verbeugung und das ist alles gar nicht so einfach, aber was normalerweise nicht gemacht wird in Japan, ist sich die Hände zu geben. Jetzt gibt es natürlich Japaner, die wissen, Ausländer geben sich besonders im Business-Kontext die Hände und die schütteln die Hände und die versuchen das dann auch. Ich muss aber sagen, von persönlicher Erfahrung, die Japaner sind nicht sehr gut im Händegeben. Die sind dann meistens so sehr fischig und labbrig und irgendwie so. Die sind sich auch immer nicht so ganz sicher, wie lange sie eigentlich Hände schütteln sollen und wie nah sie an die andere Person herankommen sollen. Und irgendwie wird es dann ein bisschen komisch. Deswegen würde ich vorschlagen, einfach direkt mal nicht die Hand auszustrecken, sondern einfach so zu begrüßen, so ein bisschen verbeugen ist okay und sagen, ah, guten Tag, freut mich, dich kennenzulernen. Das ist schon gar nicht so schlecht. Was ihr auf jeden Fall unterlassen solltet, ist so ein komisches Mischding. Also Hand geben und dabei verbeugen ist so ein bisschen komisch und ja, das am besten einfach so weit vermeiden wie möglich. Besonders jetzt mit Corona und so ist es eh am besten, sich sozial zu distanzieren und eben nicht die Hand zu geben, nicht die Hände zu schütteln, nicht umarmen. Und deswegen ist die japanische Kultur eigentlich quasi wirklich sehr gut dafür gemacht, dass man sich bei der Begrüßung und auch bei der Verabschiedung einfach nicht berührt und verbeugt und da dann schön sagt, vielen Dank, hat mich sehr gefreut oder hallo, schön dich kennenzulernen.
mit einer leichten Verbeugung oder einfach nur so einem Kopfnicken. Das ist perfekt. Das ist schon das Ende von diesem Tutorial-Video über die 10 Dinge, die ihr in Japan wirklich nicht machen solltet. Und ich hoffe, das war interessant für euch. Wenn ihr dieses Video super fandet, dann bitte einmal mit Gefällt mir anklicken und meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich auch wirklich sehr darüber freuen. Erzählt mir bitte auch in den Kommentaren über eure persönlichen Erfahrungen mit diesen 10 Verboten und erzählt mir von den Sachen, die ich vielleicht nicht erwähnt habe. Ich bin mir sicher, es gibt noch viele, viele mehr Sachen, die ihr in Japan nicht tun solltet. Also, bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!